Der englische Zweitligist Norwich City will seine Gegner bei Heimspielen mit einer kuriosen Maßnahme einbremsen. Weil die Farbe Pink den Testosteronspiegel senken und Menschen somit beruhigen soll, wurde die Gästekabine im Stadion Carrow Road entsprechend gestrichen. Darüber informiert Sportdirektor Stuart Webber die Anhänger der Clubs, bei dem unter anderem der ehemalige U21-Nationalspieler Moritz Leitner spielt. Der bisherige Ertrag aus dieser Maßnahme war gemischt. Gegen West Bromwich Albion verlor Norwich 3:4, gegen den Viertligisten Stephen Ager setzte es ein 3:1. Pink hat einen Effekt, aber nicht, weil es pink ist, sondern weil es Kindheitserinnerungen hervorruft, erklärt der Sportpsychologe Alexander Letinjak von der University of Suffolk. Ich hätte keine Zeit verschwendet, die Umkleide neu anzustreichen. Da gibt es vorher eine Menge andere Dinge, die erledigt werden könnten. Werbung, Werbung.